Mama! Mama! Was? 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 Jesus, ihr mache ihm ja ganz durcheinander mit eurem dauernde Was? Jetzt machen doch mal langsam. So, wer will jetzt was? Was? Erst mal der Vater. Ach. Was gibt's denn zu essen? Brötchen Aufschnitt. So, und was wolltest du? Das wollte ich auch wissen. Frikadelle und Kartoffelsalat. Hä? Wie? Ach, ihr mache eben ganz links mit Eierei, mit eurer Frauerei. Ich wollte sagen, es gibt entweder Kartoffelsalat mit Frikadelle oder Aufschnitt mit Brötchen. Dann mach Frikadelle. Warum? In der Frikadelle sind die Brötchen und der Ofen schon mehr drin. Sehr aufschlussreich, Herr Direktor. Dann machen wir halt heute Frikadelle und neue Aufschnitt mit Brötchen. Ja, nee, eben nicht. Wenn wir doch heute Frikadelle machen, haben wir doch neue, der Aufschnitt und die Brötchen gar nicht. Weil doch die dann heute schon drin sind. Was? Ich sah's nur. Stefan, oder willst du Pizza essen? Ja. Es sind noch tiefgekühlte da. Heinz. Die sind mir zu kalt. Ach. Stefan, guck mal, ich meine, es sind noch 3 oder 4 Pizzas da. Ja. Es sind noch 2 Sorte da. Mit Aufschnitt oder mit Frikadelle? Nee. Wir haben noch Pizza Hawaii oder mit Thunfisch. Heinz. Pizza Hawaii oder Thunfisch? Jesus, jo. Was für Thunfisch, was für Pizza willst du dann essen? Thunfisch. Thunfisch. Ja, dann esse ich auch Thunfisch. Es sind nur noch 2 Thunfisch da. Kann ich da wieder zumachen? Da drin wird's kalt. Ja, nicht, dass das ganze Zeug auftaut. Ja, dann esse ich die Hawaii. Dann muss ich aber die Frikadelle ingefrieren. Wie? Ach, du hast das Zeug schon. Ah jo. Und der Aufschnitt und die Brötchen? Ah, die müsste ich dann noch kaufen gehen. Tja, Vater. Das ist höhere Mengelehre. Aufschnitt und Brötchen kaufen, die schon in der Frikadelle drin sind, um dort damit Frikadelle so machen. Ja, ja. Hauptsache. Haben ihr nicht mal was davon gesagt, dass man mal Trennkost machen wollte? Nee, Spruch, fangen wir an. Deine Mutter erst in der Küche und ich im Wohnzimmer. Der Kracher. Bleibt's dann dabei? Ihr esse die Thunfisch und ich die Hawaii-Pizza. Hoffentlich. Ananas ist gut, gehe ich auf Halde. Wie vorzukommend. Dich!
Dich erkenn ich mit verbundenen Augen nur an deiner Zärtlichkeit. Unglaublich. Jetzt sahen wir. Wo ist dann das Geschirrhandtuch? Ah, das habe ich in der Garage. Der Scheibischer war verschmiert. Für sowas holt man aber nicht das Geschirrhandtuch. Oh ja. Heinz, wolltest du nicht die Küchenlampe aufhängen? Ja, ja. Ich habe noch ein bisschen was am Kabel innere. Weil das ist ja oben die Klemme, wo man das Drahtseil kürzer oder länger machen kann. Verstehst du? Nee. Ah ja, und dort sitzt eine Schraube, wo man dann zudreht, wo es dann fest ist. Und die Schraube hat gefehlt. Ich habe aber von der Schraube noch gehabt. Soll das Kabel genauso lang sein wie das Drahtseil? Wie? Ah ja, dass das dann... man kann es doch so machen, dass das Drahtseil straff ist und das Kabel auch. Oder das Kabel nicht, dass das dann so... Guckst das nachher an und dann sagst du, wie du es willst. Heinz, ich weiß jetzt nicht, was du willst. Jo, ich weiß, wie immer. So, dann gehe ich mal die Küchenlampe fertig machen. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Hängst noch das Hemd in den Schrank, das dort leid. Amo, bis ich das Radio anmache. Summer Moon, immer wieder gerne gehört. So, liebe Hörer, endlich ist es soweit. Wir kommen nun zu unserem ebenso aufregenden wie attraktiven Reisegewinnspiel. 2 nach Hawaii. Sie wissen, wir haben Sie gebeten, uns anzurufen und das Stichwort des Reisegewinnspiels, nämlich 2 nach Hawaii, zu nennen. Und aus all diesen Anrufern wird jetzt unser Telefonzufallsgenerator die Gewinnerin oder den Gewinner für diese Traumreise nach Hawaii für 2 Personen ermitteln. Ich aktiviere jetzt mal den Zufallsgenerator und das Telefon klingelt jetzt bei Ihnen. Ach, wer ruft denn jetzt an? Gerade wo es so spannend wird. Tja, da geht wohl niemand ran. Na, wie kann man dann so dumm sein? Aber noch ist die Chance nicht vertan. Unsere Spielregeln sehen es bei einer solchen Traumreise vor, dass wir die gleiche Nummer ein zweites Mal anrufen. Wir machen jetzt ein wenig Musik und sollte sich danach unter dieser Nummer niemand melden, tja, dann ist die Reise futsch. Dann wird ein anderer Gewinner ermittelt. Also, bis gleich. Tja, da kann man nichts dran machen. Jeder Schmied hat sein Glück. Hawaii, da war ich in meinem Leben noch nicht. Und komme wahrscheinlich nicht hin. Ich habe ja auch bei der Radiosendung damals angerufen, aber mir hat noch nie was gewonnen. Jo, Emo, das ist aber schon ein paar Jahre her. Bei der Tombola vom Tonverein. Da haben wir eine Flasche Rotwein gewonnen. Der war schon von 1979. Ich habe noch zum Heinz gesagt, shit, ne fort.
So alter Wein kann schon nicht mehr trinken. Na ja, so ist es, Lewe. Ach, die Blume wollte ich noch gießen. Das Tor kann man ausmachen. Mama. Mam. Ach. Wo läuft denn der Mutter jetzt schon wieder rum? Keine Ahnung. Brauchst du? Nö. Nee. Sie hätte da wegen der Höhe von der Lampe was gucken sollen, wie tief sie hängen muss, dass sie nicht so hoch hängt. Ich kann noch auch gucken. Bist aber nicht deine Mutter. Ei, nee, aber ich habe noch Aue im Kopf. Ja, ja. Oder ich halle und du guckst. Es gefällt ihr nachher dann doch nicht. Ist das für dich? Nee, für dich. Wer will denn das wissen? Ich weiß es natürlich nicht. Aber gleich wissen wir's. Stefan Becker? Wer ist es dann? Nö. Doch. Moment. Wer ist es dann? Es Radio. Was für Radio? Mama! Mama! Was für Radio? Oh. Es Radio, Rundfunksender, Übertragungsradio. Ist die Mama nicht da? Was weiß ich, die wird wann da haben. Geh du mal dran. Ja. Hä? Das ist meine Frau. Ah ja, mir finden sie nicht. Was? Nee, die fahrt nicht nach Hawaii. Gewonnen. Wo? Ja. Ja, ja, die Adresse stimmt, jo. Für 2 Personen. Wohin? Hawaii. Ich? Geh fort. Ich fahre hier schrecklich nicht nach Hawaii. Jo, das kann sie machen. Jo. Auf Wiederhören. Deine Mutter hat eine Reise gewonnen nach Hawaii. 2 Mal. Also für 2 Personen. Oleg. Geil. So. Da sind frische Geschirrhan. Die ich Was ist dann? Ist was passiert? Ist jemand gestorben?
tot. Saß ihr? Ei, du kannst ihr doch auch sagen. Hast du eine Reise gewonnen nach Hawaii? Jo. Das da ist auch wieder einer von eure typischen Sprüchen. Nee, Mama, das stimmt wirklich. Ja, da hat einer vom Radio angerufen. Du hättest da die Reise gewonnen. Zwei nach Hawaii. Leck mich am Arsch. Hawaii muss ich mich hucke. Also jetzt bin ich plattig. Wie? Platt oder fertig? Wirklich. Hast du da was bestellt? Ach, woher dann? Ich han da bei dem Radio, da bei der Sendung han ich angerufen. Woher dann ich gedenkt, dass mir mo was gewinne? Tja, jetzt hast es. Ihr macht ja gerade, als müsste ihr es bezahlen. Ihr habt eine Reise gewonnen. Und Taschengeld kriegt ihr wahrscheinlich auch noch. Ach du lieber Gott. Hawaii? Du Heinz, wo ist denn das eigentlich genau? Ja, du lieber Gott. Im nördlichen Pazifischen Ozean. Jo. Ach. Ja, dort kenne ich mich schon nicht aus. Heinz, wo ist das noch immer? Hört doch zu. Im nördlichen... Saarland. Dummschwätzer. Also ich würde fahren. Fliehe. Jo, weißt genau, was ich meine. Ich fahre auf keinen Fall. Fliehe. Das ist recht nicht. Man weiß, wo man da hinkommt. Man sagt nicht umsonst, es gibt kein Bier auf Hawaii. Drum bleib ich hier. Wer hat denn das gesagt? Der Paul Kuhn. Das könnten wir doch dann als verspätete Hochzeitsreise machen. Jo, hopp, Heinz, das mache mal. Im Leben nicht. Ich habe 35 Jahre keine Hochzeitsreise gemacht. Brauch's jetzt auch nicht zu machen. Guck mal. Umsonst geschenkt. Und dann noch Taschengeld. Wir müssen uns ja doch um nichts kümmern, Stefan. Dort leben doch nicht nur Schwarze. Nicht, dass man da so auffällt. Dort leben Japaner, Chinesen, Weiße, Schwarze, Filipinos. Und da kommt es auf Eichzwirn nämlich an. Siehst du, Heinz, da hätte man noch nicht immer auffallen. Also ich fahre auf keinen Fall. So, und jetzt gucken wir, wie hoch wir die Lampe hängen.
Geh mal die Leder holen. Das da gibt auch wieder so eine Aktion. Also, du tätsch eben mit dem Tisch über die Füße fahren. Ah ja. So, wo darf ich sie bitte gern hinstellen? Du. So, dann sitzt dich da auf den Stuhl. Was gibt denn das, wenn's fertig ist? Du, das ist die Mitte vom Meter. Und dann kommt da oben drüber die Lampe. Du brauchst doch die Lampe nur Mitte über der Tisch zu hängen. Es ist doch noch gar kein Hoge in der Deck. Wie weit ist denn das, da noch Hawaii? Ich schätze so gute 15.000 bis 20.000 Kilometer. Ach du lieber Gott, da kommt man ja im Leben nicht an. Ich sowieso nicht. Wie lange würde man dann überhaupt fahren? Ach da. Und wie lang bleiben wir dann da unten? Insgesamt unser Rick. Insgesamt. Hin unser Rick. Ach da. Ah, ach ja, das langt ja auch. Da ist ja bestimmt auch Strand. Rundherum. Da könnte ich mir mal noch einmal die Fußnägel rot lackieren. Heinz. Hä? Ei, ich habe gesagt, da könnte ich mir mal noch einmal die Fußnägel rot lackieren. Ja, da geht's ja wie im Mulderpaul. Er hat mit dem Nachelfeil an den Fies rumgeschafft, ist er abgerutscht, hat er sich mit dem Nachelfeil unter die Zehennagel gestochen. Es hat noch angefangen zu eitern. Ist der Nachel abgefallen. Es sind auch schon Leute beim Geschichteerzählen von der Leder gefallen. Na. Mach nicht. Wie lange dauert denn das noch? Da. Stefan. Das ist doch jetzt nur da wegen der Mitte. Deswegen muss ich ja jetzt nicht bis Mitte in der Nacht da sitzen bleiben. Also die Arbeitsmoral von der heidischen Jugend. Ach, jetzt geht das wieder los. Nee, das ist immer so. Daher kommen ja die ganze Arbeitslose. Was? Nur weil ich jetzt nicht stundenlang hochintelligente Mäderhalle will. Stefan. Aber Licht wollen wir haben. Hellrot oder dunkelrot? Was? Ei, die Fußnägel.
Ich han gedenkt, vielleicht einmal Tomatenrot. Ey, dann schlage ich da noch mit dem Hammer drauf. Und dann haben sie auch noch die passenden Kreis. Geht das so von der Höhe? Ach, die Lampe kommt unter den Tisch. Schwitzen doch nicht so dumm! Sieh das doch von da oben nicht! Hier, sieh auf so dummes Lachen! Kinder, ich gleich dazu sitze. Hier ist Karlsruhe, nicht Karlslache. Bin nicht euer Herbert. Ah ja, Heinz, aber das da ist so tief. Als Tischlamm jetzt gehe. Ja, ja. Muss sowieso du an der Klemm noch was innere. Das han ich genau gewusst, dass das Dorf anhieb nix wert. Weißt doch, wie er ist. Sah jetzt nix. Komm, dann stelle mal den Tisch halt wieder zurück. Stell die Leder gerade ins Wohnzimmer, ich mach sie neuer weg. Bella, bella, bella Maria, da da di da di da di da da da. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Weißt du, was dann ist? Wann? Wenn bei Capri die Sonne untergeht. Dann wird's auf Hawaii grad hell. Ist das nicht alles dasselbe? Also, zwischen Capri und Hawaii, da kommt noch ein bisschen was. Italien, Türkei, China, Indien, auf Wasser und dann Hawaii. Ehrlich? Ist es ja doch schon ein Risiko, in so fremdes Land zu fahren. Wenn man hört, was da für Leute rumlaufen. Kannst dich nicht verständigen und nix. Da weißt schon nicht, was du essen sollst. Pizza Hawaii. Aber doch nicht 8 da lang. Was? Ach nix. Ich han grad zum Stefan gesagt, ich könnte die Fußnägel Lachsfarbe nicht lackieren. Brauchst du nicht zu wischen. Wenn mich die Herrschaften brauchen, ich bin in meinem Zimmer. Heinz, stell mir gerade die Stühl hoch. Wisch du, wann ich das letzte Mal die Fußmächel rot lackiert gehabt han? Ich weiß das noch. An der Beerdigung von deiner Mutter.
Ach was, an unserer Hochzeit. Ja, ich habe gewiss irgendeine traurige Angelegenheit. Ach, awei. Nee, aber meine Mutter war doch damals noch so bes gewesen. Sie hat gesagt, das könnte ich nicht machen. Da hätte ich aussehen wie... Naja, ich will's jetzt nicht sagen. Fliegepilz. Obwohl, man hat's ja gar nicht gesehen, ich habe ja zu eine Schuhe angehabt. Den Lack hättest du keine Spare. Ich han halt gedenkt. Vor später dann. Jesus, sind Männer unromantisch. Tapp nicht ins Gekehrte. Ich han sie halt rot lackiert, weißt du, wie junge Mäde sind. Nee, ich war noch kein Mäde. Der Stefan hat gesagt, er kommt allein zurecht. Wir können ruhig nach Hawaii fahren. Was hast du denn als mit deinem Hawaii? Ich fahre doch nicht nach Hawaii. Wann dann? Die Lampe muss noch aufgehängt werden. An der Garage wollte ich an der Seite das Blech noch neu machen, als mit dem Hawaii. All fahre sofort, nur mir bleibe daheim. Ah ja, dann haben wir unsere Ruhe. Mo so achter ausspanne, tät uns nix schade. Jo, geh fort. Hast doch gehört, was da unten alles rumläuft. Da kannst du von morgens bis abends aufpassen, dass du nicht Zeug klaue. Ah ja, gut, das Geld müsste man halt schon in den Brustbeutel machen, ja. Am Fernsehen zeige ich doch alles, wo sie eben durch Schare weiß, Nolaufen und Bettle. Außerdem machst du der Schuh kaputt. Wieso? Ich glaube nicht, dass die dort asphaltierte Straße haben. Aber frische Ananas. Heinz, die Stühle kannst du wieder runterstellen. Jetzt bist du mitten durchs Gekehrte getappt. War da nicht Metzinger Schlissbett mit seinem Mann vor's Jahr in Hawaii? Also so viel ich weiß, waren die vor's Jahr am Bodensee. Und an einem da auf der Insel Mainau. Jo. Ah ja, dann verwechsel ich das. Du Heinz, den Mülleimer müssten wir noch raustragen. Dann gib mir her. Fliehen wir jetzt noch Hawaii? Bis jetzt nur noch nicht. Du Stefan, dein Vater fängt ja immer gleich so an, so kreische. Ich habe das immer noch nicht so richtig verstanden. Wo leidet das Hawaii jetzt noch einmal? Moment. Jesus, Stefan, seit wann hast du so Dinger bei dir? Wie? Was? Das ist ein handelsüblicher Luftballon. Ach so. Ich wollte Hawaii aber auch sagen. Dort hätte man sich blamieren bis auf die Knoche. Mit einem Luftballon schon. Na. So. Das ist jetzt die Erdkugel. Und wenn jetzt in etwa da Deutschland ist, dann ist ungefähr, also grob, da Hawaii.
Das ist ja fast auf der Rückseite vom Luftballon. So zu Sarah. Das mit dem Hawaii, das ist fortgeflohen. Hawaii-Toast könnte man meine Arme noch einmal machen. Och, bitte, nee. Das ist ja so ähnlich wie Pizza. Pizza ist wie Gräser. Obwohl, auf meiner Pizza Hawaii ist ja auch Ananas. Spassig, gell? Haben dann mir der Hawaii-Toast früher nicht mit Spiegelei gemacht? Das ist strammer Max. Außerdem wollte mir doch neue Frikadelle oder Aufschnitt essen, wenn das jemals geklärt wäre sollt. Ach, ich hätte aber Amo noch immer strammer Max essen. Abgesehen davon iss ich Ananas nicht gerne auf der Pizza. Du isst doch einen Thunfisch. Ah. Frische Ananas schmeckt ja noch immer ganz anders wie die in der Dose. In der Dose bleibt's aber länger frisch. Aber auf Hawaii könnten wir frische Ananas essen. Kann ich doch. Ja. Aber da unten sind sie fangfrisch. Wäre die gefangen? Ach. So, was machen wir dann jetzt? Hört doch zu! Pizza! Jesus, jo. Du lässt ihm nicht ausreden. Ich wollte nur wissen, ob man zuerst esse oder ob man zuerst die Lampe aufhänge. Zuerst esse? Ich bin mir nämlich nicht sicher, dass wenn mir jetzt die Lampe aufhänge, dass mir dann anschließend noch Strom an. Ei, dann machst du's mit deiner schlauen Sprich. So. Jo, ich auch. Wenn mir noch Hawaii fliehe, täte, müsst du mit was uns den Müll immer rausstellen? Jawohl. Tja, so ist das mit der Frau. Das ist nicht immer. Aber mach was dran. Ich sag immer, da tut was sie heirate, zieht sie groß. Schlaze durch. Also guckt das, was aus der Wert. Ne? Und wenn sie ausgewachsen sind, wollen sie noch Hawaii. Auf der einen Seite sagt es kommt mit der Arbeit nicht noch, dort jetzt alles stehen und leihen lassen. Ich habe zum Hilde schon ein paar Mal gesagt, du musst dir deine Zeit besser indehlen. Gerade gestern hat es noch gesagt, es müsste da in der Küche die Schränke auswischen. Und es wird höchste Zeit. Im Wohnzimmer wollte man noch den Teppichboden schamponieren. Nicht? Tja. Wenn ich nicht als der Mülleimer raus dran tät. Oh, Jesus. Schon mehr wie immer, wo ich so in die Küche gekommen bin, wo der Herd an war, wo ich ihn ausgemacht habe, wo er gar nicht hätte an, wo ich ihn ausgemacht habe, weil er nichts draufgestanden hat. Es müsst dringend in der Garde. Ja, dann kann man nicht nur Hawaii. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Man kann nicht alles auf einmal machen. Entweder gehe ich auf den Sportplatz oder ins Eckstäbchen. Beides geht nicht. Beides geht nicht.
Und warum? Weil es nicht geht. Seit 3 Wochen will es im Wohnzimmer oben drauf den Schrank abwischen. Die Feuchtwoche wollte ich was vom Schrank oben runter holen. Ich hänge mich hätte frotte Handschuhe an. Tja, Hilde macht sich das alles ein bisschen zu einfach. Ich meine, die Frauen haben schon besser wie die Männer. Ne? Die wären geheiratet und kriegen die Verantwortung abgenommen. Nur, wenn sie wenigstens noch das machen hätte, was man es hat. So die Kocherei und so ist. Obwohl die meisten Rezepte sind ja noch von ihrer Mutter. Und die hat schon schlecht gekocht. Heidmeier hat die Bette frisch bezogen, war auf meiner Seite, auf der ganzen Länge, das Lein doch nicht in ihn gesteckt. Sagt, jo, mach's dann grad in ihn. Das sind so die Sachen. Ich hab gesagt, ich tu mir auch nicht, wenn ich das Auto wische, deine Seite nicht abdrucken. Und sagen, jo, mach's grad drucken. Hawaii. Auf der einen Seite jetzt noch Hawaii fahren und dort daheim wäre Soda und Gourmetrum. Wenn ich ein Haushalt han und dann han ich ihn halt. Heinz? Der da hat 24 Stunden und was man nicht schafft, muss man halt den nächsten Tag machen. Und nicht immer alles auf den Kreislauf schieben. Wenn ich Hilde nicht laufend dran erinnere, det, was nicht noch alles gemacht werden muss, dass det, det wisse, was nicht noch alles zu machen muss. Es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, das wäre faul. Es steht sich halt manchmal selber auf der Fiese rum. Was mache dann ihr da? Er verliere und ich gewinne. Weil ich bräuchte jetzt auf dem Tisch den Platz. Ich muss sowieso noch was in der Garage machen. Gewonnen! Ah, und ich kann das da dann wegmachen. Wäschst du was auf Spanisch, die Unordnung heißt? Nee. Los Laie. Klappt das jetzt mit eurem Hawaii? Ach, woher dann? Denk nicht dran. Wenn ich dran denk, wie lange ich als am schwätzen muss, dass er mich nur zum Friseur fahrt. Kennst du ne, jo? Nee, dazu kann ich dein Vater nicht überreden. Du dätsch aber doch gerne fahre. Ah jo, dätt ich gerne fahre. Also, wenn du noch Hawaii willst, dann musst du ihn überzeugen. Nerve, bis er noch gibt. Sah auf Hawaii gäb's beste Bier. Jo, Nachher gäb's da unten nur Ananassaft. Dort tät mich dein Vater an die erstbeste Palm hängen. Jetzt, Samo, hat sich dann der schon wieder ein Geschirrhandtuch geholt für sein dreckiges Hemd. Furchtbar, der Mann. Du musst es immer und immer wieder versuchen. Ich kann ja auch nicht mehr wie Wäsche. Nee, mit eurer Hawaii-Reise. Du musst mir das Ganze schmackhaft machen. Du musst sagen, gerade für ihn wäre das was Dolles. Da wäre junge, exotische Frau, ein bisschen spärlich angezogen, mit Blumenkränz um den Hals, lange Haar und die Däden immer um den rum tanzen und Däden Bier bringen. Jesus, Stefan.
Also so wutziges Zeug fangen wir erst gar nicht an. Die sollst du ja nur da damit überreden. Der soll ja nicht für immer da unten bleiben. Obwohl. Na. Du musst so lang am Schwätze, bis er glaubt, du willst noch mit nach Hawaii fahren, weil er unbedingt hin will. Da kann ich aber den Mund fußlich reden. Tja, end oder weder. So Gelegenheit darf man sich da nicht entgehen lassen. Du musst nachts, wenn er schläft, dann musst du ihm immer wieder ins Ohr sagen. Hawaii, 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 Hawaii. Der schläft in der letzten Zeit so schlecht. Ah ja, dann kannst du mir persönlich sagen. Was soll sie mal sagen? Ei, dass es da über dem Küchentisch so dunkel ist. Was meinen dann ihr, warum ihr das da mit der Küchenlampe mache? Ach, guck mal da, das da ist ja... Eine Küchenlampe. Ist immer noch die gleiche Küchenlampe. Ja, aber dass mir gerade über Hawaii die Küchenlampe rede und du kommst gerade mit der Küchenlampe die Küche rein, das ist doch spaßig, hell, gell? Hol mir die Leder. Wie heißt das Zauberwort? Hopp. So, dann mach ich immer den Tisch frei. Ich sitze mich jetzt aber nicht wieder da hin und halle stundenlang den Meter in der Hand. Was? Hawaii. Ich? Oh. Heinz. Ich fliehe nicht nach Hawaii. Also doch, nach Hawaii schon. Ich weiß es noch nicht, es muss nicht sein. Emo. Ah, gut, es wird alles gut. Ach nee, also dort ist es gut, also dort soll es schön sein. Und... Dort gibt's Frauen. Ah, ne, ach was, dort gibt's keine Frauen. Doch, ach ja, gibt's doch Frauen. Dünne Frauen. Mit. Ach, du lieber Gott. Viel. Nee, das sah ich mir jetzt nicht. Und, es rennt. Ach nee, also dort rennt's. Dort rennt's als so stark, dass die Blume dir um den Hals hänge. Und die Frau tanze, ja, und tanze. Und wenn sie voll sind, fallen sie um den Hals. Was ist dann? Fahren wir noch Hawaii? Gut, dann fahre ich halt mit.
kein Mensch hat gesagt, dass mir jemals nach Hawaii fahre. Ach. Stefan, hör schon mal auf, du erkältst dich doch. So, jetzt gucke mal, wie ich die Höhe von der Lampe. So ist es genau richtig. Was? Also kannst du stehen bleiben. Jo, hopp, jetzt machen und hucken euch mal da hin. Wo da? Nicht so hoch, Heinz. So tief. Ah ja. Was dann jetzt? Ich halte mal die Lampe und dann können wir nach Google. Das könnten wir sowieso machen. Wir halten abwechselnd die Lampe. Brauchen wir es nicht, da an die Decke zu hängen. Jo, viel zu tief. Ja, wenn wir sie noch höher hängen, dann brauchen wir ja gar keine Lampe. Soll ich sie noch halle? Wart, ich halse mo. Uns guckt ja hoffentlich niemand zu. Das muss alles genau überlegt sein. Wenn sie mo hängt, hängt sie. Wer sind das jetzt? Wer ist denn das? Hast du jetzt vorhin gesehen, wie schwer es ist, dein Vater davon zu überzeugen, von einer Hawaii zu fahren? Tja, das ist guter Rat teuer. Wo es noch nicht immer was kostet? Wer war es dann? Du, einer von denen da, ob man an Gott glaubt. Und was man von der Erleuchtung halle. Ich hab gesagt, das kann ich erst sagen, wenn die Lampe hängt. Ich hab gedacht, dass es vielleicht der von der Tiefkühlfirma ist. Ah, der war halt morgen schon da. Ich hab gar nicht erst aufgemacht. Ei, ich hab doch Zeug bestellt, da warte ich doch drauf. Ah ja. Das sollte ich nur machen, wenn der mit den Getränke kommt. Ganz was anderes. Aber wirklich nicht. Das ist vom Prinzip genau dasselbe. Man kommt ohne Essen viel länger aus wie ohne Trinken. In der Wüste, bei 50 Grad, jo. Wir sind jetzt hier nicht in der Wüste. Nicht, dass ich wüsste. Was? Hauptsache, du hast dein Bier. Aber ich muss doch was essen. Ich bin doch noch im Wachse. Gell, ich han a gedenkt. Und wenn ich jetzt unerernährt ins Koma falle? Ach Gott, Stefan, pass bloß auf. Der wird in den nächsten Tagen noch einmal vorbeikommen. Das Zeug geht ja nicht kaputt. Ist doch tiefgefroren. August der Starke, Karl der Große, Heinz der Logische. Und wer bezahlt das Ganze? Ich doch. Ach, jetzt kommt das wieder. Abgesehen dort davon hat es in dem Fall jetzt dort damit. Aber schon immer gleich überhaupt gerade gar nichts zu tun. Ihr meine immer, das wäre alles so einfach. Das zeichnet alles an der Bemwachse. Oder ich hätte es in der Garage leihe.
Wenn ich nicht schaffe, gehen die Däden aber gucken. Ei, die Mama tut doch mit dem, was sie macht, Eil, der du zu beisteuere. Dort davon können wir uns aber nichts zu essen und zu trinken kaufen. Wenn du nicht verheiratet wärst, dann könntest du aber zusätzlich noch kochen, Wäsche, Bücherle und so. Stefan, das müsst halt zur Not du machen. Wenn du mo Familie hast, wärst du schon sehen, wie weit das du kommst. Ei, ich werd jedenfalls mit meiner Frau nach Hawaii fahre. Würde man uns vielleicht treffen? Mit dem nächsten Zirkus fahre ich mit. Nehme ich deine Mutter mit, die brauchen noch Kamele. Einer von euch zwei müsste mal neu aus Bichelbrett holen gehen. Ja, ich geh ins Hole. Ich hole es. Wo gehst du dann hin? Wo wär ich hingehen, das Büchelbrett hole? Ah, er hat doch gesagt, dass er's hole geht. Jo, aber wie? Wie? Das ist doch jetzt egal, wie ich das sah. Wenn ich sah, ich geh ins Büchelbrett hole und dann hole ich's. Ich kann's auch holen gehen. Dann geh mal zu dritt. Ich hol jetzt das Bichelbrett. Wo ist es dann? Troffe im Schlafzimmer. Das kann ja dann noch einer von euch zwei runtertragen. Was? Ei, das ist mir zu schwer, vor die Treppe runterzutragen. Ja, es war ein Spaß. Späßje. Lustige Späßje von eurem Sohn. Ich kenne dein Späßje. Jesus. Was mache ich denn jetzt für ein Zirkus wegen dem Bichelbrett? Ich hab's so an Nuff getragen. Die haben's verstanden. Oh, leck. Quatsch, nehmen wir mal. Komm, lass hin. Ich trage das Büchelpad runter. Ich verspreche dir's. Hoch und heilig beim Leben meines Vaters. Pass aber auf, Stefan, und mach keine Macke in die Wand. Wärst doch wie die aufpassen. Preisfrage. Wer zertrümmerte aus Unachtsamkeit mit einer Holzlatte in unserer Garage eine an die Wand montierte, funktionstüchtige Neonröhre? War das A. Herbert von Karajan. B. Udo Lattek. Oder C. Heinz Becker. C.
Jo, es hätte ich auch gewusst. Wird das halt noch einmal was mit der Küchenlampe? I hope. I hope. Ich hoffe, dass an meinem Geburtstag die Küchenlampe hängt. Ach, du lieber Gott, du hast ihn. Wann hast du Geburtstag? Das hast du noch nie gewusst. Genauheit in 2 Monaten. Au, das wird knapp. Dann hänge ich da als Geschenk für dein Geburtstag die Lampe auf. Das hätte ich dir noch zutraue. Mama, du siehst mit der Lampe aus wie ein Messdiener, dem sie den Weihrauch geklaut haben. Bei euch muss man immer bittele und bette, bis man mal was gemacht kriegt. So, jetzt gucken wir, wie hoch man die Lampe hänge. Ich verliere allmählich die Lust. Außerdem ist die Lampe schwer. Tja, vielleicht ein bisschen höher. Ja, so. Aber nicht viel höher. Es wäre von Oberlamp, Unerkannt, Lamp bis Ober. Vom Tisch bis an die Lampe, wo sie dann unten anfängt. Ich stehe so zwischen 70 und 80 Zentimeter überm Meeresspiegel. Das ist ganz schön anstrengend. Später hängt sie auf uns selbst. So, fertig. Darf ich dann wieder von der Leder? Ja, ja. Mein lieber Mann, da kann man ja froh sein, dass man kein Elektriker ist. Da wird man ja richtig miet. Ah ja, deswegen greifen die ja ab und zu an den Strom, damit sie wieder wach werden. Ja, bist du ein kräftiger junger Mann. Leiter. Weil verschrock. Was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, dort etwas sitze. Ein Frosch oder eine Maus. Ich habe nicht gesehen, dass es der Spüllumpe ist. Da kriegt man es ja ans Herz. Ah ja, Mensch, ich nicht. Wie soll denn da ein Frosch hinkommen? Das hätte ja können eine Ratzen. Oder eine Rudel Rehe. Machen euch nur lustig, ich bin halt verschrock. Auch Söhne haben nur begrenzt Nerven. Wie dumm uns mein Wäscheseel. Ich mich kenne dumm uns kaputt lach. Was war denn da? Jo, das war auch so ein Ding. Das war dumm uns, wie ich ihm. Das sind aber schon 10-15 Jahre her, da habe ich die Puste betoniert, für das Wäscheseel zu spannen, wollte sie Wäsche aufhängen. Wie sie mit dem Lappe das Seel abgerieben hat, hat es auf einmal so gequietscht. Ich habe noch gedacht, was quietscht dann da so? Han hochgeguckt, han hinter mich geguckt und han gedacht, das Seel oder der Lappe kann doch nicht so quietschen. Und als schön das Seel abgerieben. Auf einmal hat sich der Lappe bewegt, sie schmeißt in hohem Bohe, auch so gekriegt, der Lappe fort. Hat eine Maus drin gesetzt.
kannst dir vorstellen, wie ich gekrischern. Ach Gott, das arme Mäuschen. Armes Mäuschen? Mich bedauert keiner. Wenn die Maus das mit dir gemacht hätte, hätte man dich auch bedauern. Ich glaub noch nicht immer dann. Aber es ist ein Kreische, dass die Nachbarschaft zusammenläuft. Ah ja, wenn man verschreckt, verschreckt man. Jetzt, was wollt dann ich mit dem Spüllumpe? Dich verschrecke. Vielleicht ist es ja doch ein Frosch. Und es ist ein verwunschener Prinz. Da sitzt mein verwunschener Prinz. Vielleicht ist es ja da umgekehrt. Wenn du Kuss gäbst, wär da ein Frosch. Wenn ich wüsste, dass es klappt. So, ich geh mir noch die Hemde hole. So, dann trage ich mir noch mal die Lampe in die Garage. Vollweise. So, dann geh ich mir das Büchelbrett hole. Ist das Büchelbrett schon? Ei, du hast dir schon wieder Geschirrhandtuch für dein dreckig Hemd. Mach's grad raus in die Wäschmaschine. Stefan, da ist das Büchelbrett schon. Hat's der Papa doch in Nonna getragen? Norwegen, das han ich höchstpersönlich im Schweiße meiner Schwimmhäute runtergetragen. Siehst, dann war's doch nicht so schwer. Ich han dem Büchelbrett die Strecke erklärt. Han ihr bei eurem Zeich noch etwas, was gebichelt werden muss? Nee. Stefan, vielleicht eine von deiner Jeans? Nö. Abgesehen davon wäre Jeans nicht gebüchelt. Du musst doch die Hose ein bisschen bücheln. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Heinz Becker. Ladies and Gentlemen, I'm going to my room now. Da hat er gar nichts davon gesagt. Von was? Dass er halt auch noch fortgeht. Oh, was will's dann ich? Mir wollte doch noch Pizza essen. Tja, sie ist's ja. Der isst bestimmt noch die Pizza und geht dann. Haben die gesagt, wann die Reise ist? Was für Reise? Heino Hawaii. Heino da, Hawaii. Mir nicht. Weil dann müsste ich ja doch noch einige Sachen richten und bücheln und so. Mein Zeich ist schnell gericht. Ich fahre nämlich nicht mit. Abgesehen davon brauchst du dringend noch ein paar neue Badehose. Ich glaube, die dunkelblaue hast du schon 10 oder 15 Jahre. Die sind hinüber ganz... dünn. Jo, das sieht doch keiner.
Nach Ajo sieht man das, Heinz. Ich bin doch im Wasser. Du, Heinz, du erzähle mir aber kennem was von der Hawaii-Reise. Ei, das erfahrt a Kenner. So, ich geh nochmal in die Garage. Wieso erfahrt das Kenner? Furchtbar. Immer dasselbe mit dem. Am besten, ich sag gar nichts mehr, hab nicht mehr Ruhe. Haben Sie es jetzt wieder gesehen? Doch schwätzt man doch gegen eine Kuhhaut. Doch kann man sich das Blaue vom Himmel fußlich retten, doch ist der so stur. Aber so war das schon von jeher immer nur sei. Was er sich in den Kopf setzt, das muss gemacht werden. Abends am Fernseh wird geguckt, was er gucken will. Es wird gekocht, was er will. Soll machen, was er will. Was wäre denn jetzt da dabei, wenn der mit mir dort nach Hawaii fahre? Es sind doch nur 8 da oder wie lang. Aber nee, da müsste er mir ja Gefallen tun. Aber auf dem Ohr ist der ja blind. Halte ich die Lampe so hoch, will er sie so hoch. Halte ich sie so hoch, will er sie so hoch. Da könnte man manchmal gerade verzweifeln. Ich habe schon oft an die Worte von meiner Mutter gedenkt. Die hat, wie ich damals geheiratet habe, hat sie gesagt, Kind, wenn du mal verheiratet bist, da bist du nur noch vor der Mann da. Da bleibt für dich keine Zeit mehr. Aber, sagt sie, dafür sind mir Frauen halt da. Oft, wo ich nix sah, nur damit es kein Balava gibt, allein schon wie in einem Stefan. Tja, da muss man sich damit abfinden. Ich hätte auch schon manchmal gerne das eine oder andere gemacht, aber was macht man nicht alles um dem lieben Friede wille? Es sind halt Männer. Mir war jetzt, seit wir verheiratet sind, 3 Mal im Urlaub. Und jedes Mal in Oberbayern, nur weil er hin wollte, habe ich ja auch nichts gesagt. Jetzt könnt ihr doch wenigstens einmal mit mir. Aber naja, sie werden es selber wissen. Manchmal könnte ich gerade verzweifeln. Wie oft, wo ich wach im Bett leie, und wenn ich dann endlich inschlafen könnte, kann ich nicht schlafen. Ich sah zum Stefan immer wieder, such du dir mal einen besseren Mann. Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater früher immer gesagt hat, wenn man heiratet, ist das Leben vorbei. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich so junges Ding war, da war ich noch lange nicht verheiratet, habe ich als so bunte Kleidchen angehabt, die Haare also ein bisschen hochgesteckt. Tja, wie ich dann verheiratet war, da achte ich ja auch nicht mehr so auf die Figur. Und dann ziehst du ja mehr gedeckte Sache an, so ein Grau und Braun. Und halt kann ich ja das mit den bunten Kleidern nicht mehr machen. Vielleicht nur weiße Bluse, ja, was sonst. Tja, so geht's. Das war früher alles anders. Neulich habe ich geträumt. Da hätte ich ganz allein auf einem ganz hohen Berg gestanden. Und ich hätte wie früher so blaues Kleidchen angehabt. Und es war ganz ruhig. Und ich hätte so viel Geld gehabt, dass ich mir gesagt hätte, heut brauche ich nichts zu kochen. Nicht zu wäschen, nicht zu bicheln, nicht zu putzen,
grad gar nichts mache. Habe ich mir vorgestellt, ich dete Reise mache, wo ich schon immer hin wollt, wo Palme sind und Bäm und Sonn. Und da hat mich ein junger Mann angesprochen. Und in dem Moment hat mich der Heinz wach gemacht. Er könnt nicht schlafen. Aber jetzt mal abgesehen davon, soll ich Ihnen mal was sagen? Wissen Sie, was ich mal so richtig gerne mache, Dad? Jetzt, was wollt denn ich machen? Ach, die Wäsche wollte ich bichle. Das Dohemd hat er ja auch schon wie lang. Wenn ich denn mit als Modell zwischendurch, sag mal jetzt mal so eine Weihnacht oder so, ein neues Hemd kaufe, Dad. Ich glaube, der Dad die Anziehe bis auseinanderfalle, Dad. Könnte ich mir dann in Hawaii, vielleicht fahren wir ja doch, könnte ich ihm dann da ohne so Hawaii-Hemde kaufen. Aber ich glaube, der Daddy nicht anziehe. Immer nur das ein und selbe. Männer sind doch furchtbar. Hoffentlich rufe die jetzt von dem Radio nicht an. Ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Wie wir jung verheiratet waren, haben wir also Wanderung gemacht. Es war auch ganz schön. Aber Hawaii wäre mal was anderes. Der Schindler Gregor, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Vorsitzende vom Verein, der fährt ja zweimal im Jahr in Urlaub. Der Heinz sagt, dafür könne sie sich ja was Wohnzimmer nicht tapezieren. Die müsse sich das machen lassen.
Wintersport haben wir ja auch nie gemacht. Der Heinz hat gesagt, wenn es mit dem ganzen Schnee nicht wäre. Wann gäb's denn eigentlich die Pizza? Ei, heit. Ach was. Jo, aber um wie viel Uhr? Ei, ich mache noch die Wäsche fertig, dann können wir essen. Hol sie gerade aus dem Tiefkühlfach. Ist eigentlich das Ultimatum mit eurer Hawaii-Reise schon abgelaufen? Ob's jetzt klar ist, ob na fahre? Ach so. Ach, woher dann? Da flieht eher Eule nur Athen wie dein Vater nur Hawaii. Du musst dranbleiben. Sag doch einfach, der Meier könnte dahin fahren. Du. Das ist eine Idee. Wie hoch wollt ihr mir den Tisch hängen? die Lampe über den Tisch hängen. Ei, da offen hin. Jo, aber wann? Also wo? Wo sie aufhört? Du hast doch gemessen. Ich meine, du hättest irgendwas von 80 Zentimetern gesagt. Jo, das kommt hin. Hast du deinen Kartoffelsalat eigentlich schon gemacht? Wie? Du wolltest schon Kartoffelsalat und Frikadelle machen? Nee, Pizza. Thunfisch, Thunfisch, Hawaii. Hawaii. Willst du die essen? Nee, da. Du sollst noch einmal da. Wie Hawaii. Heinz, hast du noch Hemden mit kurzen Armen? Oh, was wär's dann ich? So könntest du dir mal noch einmal ein paar holen. Eins oder zwei. Gell, mit so einem bunten Muster. Obwohl, die könnte man dann auch da ohne Kaffe. Wo? Ah ja. Wenn ihr nach Hawaii fahre, da ohne, da könntest du dir Hawaii-Hemd holen. Kannst du mir ja ins Bett bringen. Es ist aber noch lang nicht, dass ich es anziehe. Oh. Maja, gut. Ah ja, der fährt auch. Wer? Wohin? Ah ja, der Maja, Kurt. Wollt nach Hawaii, dies Jahr. Was? Da hat er noch gar nichts davon gesagt. Doch, sei Frau hat ihm Ado so verzählt, so wie schön's da wär, von denen wenige Frauen, denen bunte Frauen, also die so wenig anhaben und bunte Blume. Und, ah ja, das ist dort. Bier gibt. Und er hat gesagt, ah ja, wenn das so wäre, dass das so wäre, dann der da fahre, der Meier Kurt. Hat er gesagt, noch Hawaii. Wenn das doch rauskommt, muss ich zurücktreten. Du hat der noch kein Sterbenswörtchen davon gesagt.
Also gut, mir fahre. Ach, du großer Heinz. großer Gott. Heinz, wirklich? Jo. Wo gehst du denn hin? Da beim Radio anrufen, sagen, dass man fahre. Ja, Bigger. Ich rufe an, do wege der do Reise do no Hawaii. Hawaii. Jo. Ja. Ah ja, Sie können in Hawaii anrufen, sagen, dass mal komme. Ja, ja, zwei Personen. Jo. Die Name Heinz Bigger und Kurt Meyer.